China stellt neue Forderungen im Handelskrieg und die Märkte feiern, weil sie sich sagen, hurra, dann werden die Amerikaner vielleicht die Strafzölle zumindest teilweise zurücknehmen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Schauen wir uns mal folgende Meldung an, die für eine Rallye sorgte, nämlich China pressing Trump to remove more tariffs ahead of trade talk, of trade deal signing, also China will die Amerikaner dazu bewegen, die Zölle teilweise zurückzunehmen. Es geht um die Zölle, die am 1. September eingeführt wurden im Volumen von 15%. Die sollen die Amerikaner als Geste des Goodwill praktisch wieder rückgängig machen, damit man diesen Phase-1-Deal unterzeichnen könne. Klingt ja erstmal nicht so wie eine Jubelmeldung, sondern klingt danach, dass China etwas selbstbewusster geworden ist und sagt, ja, wenn wir hier einen Deal machen, dann brauchen wir aber auch mal was in der Hand. Dann wollen wir mal sehen, dass ihr wirklich bereit seid, hier zu deeskalieren. Die Financial Times hat aus dieser Geschichte Folgendes gemacht, nämlich US considers rolling back tariffs, nämlich die Amerikaner überlegen, diese Zölle wirklich zurückzunehmen. Überlegen, da gibt es bisher überhaupt keinen konkreten Anhaltspunkt. Jedenfalls sagt man hier, Washington würde dann aber wiederum etwas anderes als Gegenleistung erwarten. Also die Dinge sind wahrscheinlich nicht so kompliziert. Nach meiner Auffassung ist es so, dass eigentlich dieser Phase-1-Deal laut medialer Berichterstattung ja praktisch schon in trockenen Tüchern war, kurz vor der Unterschrift stand. Jetzt sagt China, ja, aber wir wollen da eine Gegenleistung haben. Wir wollen erstmal, dass ihr deeskaliert. Und das macht die ganze Geschichte schwieriger. Was ist, wenn Trump und die Trump-Administration sagt, nein, machen wir nicht, dann dürfte vielleicht auch dieser Phase-1-Deal wieder scheitern und dann bin ich mal gespannt, was die Märkte machen. Wir haben heute Donald Trump gesehen, der sich wieder geäußert hat in Kentucky bei einer Wahlkampfveranstaltung. China needs a deal so badly, hat er gesagt. China braucht diesen Deal so dringend. Man kann bei Trump ja eigentlich immer das als Projektion sehen. Das heißt, Trump unterstellt dem Gegner, dem Kontrahenten, genau das, was er selber letztendlich will. Und das ist, China braucht unbedingt einen Deal, Trump braucht unbedingt diesen Deal, sonst kann er die Rallye an der Wall Street nicht halten. Nehmen wir mal an, die Gespräche würden abgebrochen, dann wäre einiges los. Gestern hat ja Donald Trump noch diese Rallye gefeiert, indem er gesagt hat, naja, neue Allzeithochs gehabt euch wohl, habt viel Spaß damit, aber was ist eigentlich die Ursache, dass jede Sau nochmal neu durchs Dorf getrieben wird. Jede Meldung hinsichtlich des ewigen Friedens wird mit einer neuen Rallye gefeiert. Das ist sozusagen die x-te Wiederholung der x-ten Wiederholung. Das Eigentliche ist wohl, dass die Notenbanken im Oktober 0,6% des globalen BIPs, respektive des BIPs der USA, der Eurozone, der Großbritanniens und der Japans praktisch hier in die Märkte gefeuert haben, sodass insgesamt jetzt 35,7% dieses BIPs bei den Notenbanken in der Bilanz sind, also mehr als ein Drittel. Das ist der eigentliche Grund, warum die Märkte nach oben gehen. Der Handelskrieg ist sozusagen nur vorgeschoben. Man feiert, man sieht einen Anlass darin, jetzt nach oben kaufen zu können, dass all das erkauft wird, was die Fed zum Beispiel macht, indem sie kurzlaufende Staatsanleihen kaufte, durch eine massive Verschuldung, die praktisch von der Fed absorbiert werden soll. Wir sind gestern jetzt über die 23 oder am 1. November über die 23 Billionen Marke bei der Verschuldung der USA gekommen. Was haben wir noch? Wir haben hier einige lustige Anmerkungen, zum Beispiel, dass Sven Henrik hier sagt, also wenn jetzt der Handelskrieg mal zu Ende ist, dann wird es mehr Aufwärtsgaps in den Charts geben, als die Chinesen Sojabohnen von den Amerikanern gekauft haben. Ich glaube, anders kann man es nicht formulieren. Jorge Guajardo sagt hier, China versteht, dass je mehr Trump redet, je mehr er über diesen Deal spricht, umso dringender braucht er ihn und umso weniger brauchen sie letztendlich Zugeständnisse zu machen. Und das ist genau der Punkt, was passiert, wenn Trump diesen Deal nicht präsentieren kann, wenn da nichts kommt, wenn wir wieder in die Situation kommen, in der wir schon mal waren, dass die Gespräche abgebrochen werden, dass dann neue Zollanhebungen kommen, dann hat die Wall Street ein Problem, dann hat Trump ein Problem, das will er vermeiden, deswegen macht er jetzt ja gute Stimmung, gute Laune. Die Frage ist nur, kann er das aufrechterhalten, denn die Chinesen sind ja auch nicht ganz doof und kapieren, in welcher Situation er ist. Schauen wir uns mal die Charts an, was ist da zu vermelden, die Charts wie immer von Capital.com. Wir sehen hier
Diesen Move, das sind immerhin ja, knapp 100 Pünktchen heute Nacht praktisch, als eben diese Meldung kam der Financial Times, dass die Amerikaner erwögen würden, diese Zölle, die am 1. September eingeführt wurden, im Volumen von 15%, wirklich abzuschaffen. Sehr unkonkret, da ist nur die Überlegung, aber wenn, heißt es da, dann wollen wir Gegenleistung von den Chinesen. Das erscheint mir doch alles relativ kompliziert, relativ wenig wahrscheinlich, dass das einfach mal so abgeschafft wird. Man würde dann ja auch ein weiteres Druckmittel aus der Hand geben seitens der Amerikaner. However, die Märkte feiern und sehen sozusagen die vergiftete Botschaft in dieser Nachricht nicht so wirklich. Wir haben hier den Dow Jones, hier sehen wir den Tech-Index, den Nasdaq 100, 8236. Natürlich Allzeithochs, die großen drei US-Indizes haben es geschafft. Gestern auch der Dow Jones 3082, 83. Der S&P, was macht der DAX aus der Geschichte? Der ist bei 13.100 und 53, hält sich also über der 13.100er Marke. Hier sehen wir auch für X-DAX-Basis, dass es da nochmal nach oben ging, auch beim DAX infolge dieser Meldung. Der Euro ist ein bisschen belastet dadurch, 1,1128. Wir sehen Gold, das gestern sich über der 1.500er Marke hat halten können, jetzt ein bisschen zurückkommt, wieder dieser Risk-On-Modus, wieder die 27. Party der 28. Wiederholung der Meldung, hat man das Gefühl. Auch Gold dürfte bald in eine Situation kommen, wo man ausbrechen kann. Wir sehen jetzt sozusagen auf hohem Niveau eine Konsolidierung. Ist für mich in der Summe bullisch, was da passiert. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei 56 Dollar und 67. Heute Daten, naja, ein bisschen mau, aber der ISM-Index Dienstleistung kommt im Morgen. Gestern ja die Industrieaufträge aus den USA wieder sehr schwach mit minus 0,6%. Aber interessiert derzeit keinen. Wir haben ja die Fed, wir haben die EZB. Was brauchen wir mehr? Wir brauchen keine Realwirtschaft. Wir brauchen nichts fundamental. Wir brauchen Stimulus, Stimulus, Stimulus. Dass dieser Stimulus irgendwo herkommen muss, dass irgendwie also eine Notwendigkeit dafür besteht, dass die Notenbanken so stark das Steuer umgerissen haben und jetzt all in gehen müssen, offenkundig. Warum sie das tun müssen, diese Frage stellt keiner, aber irgendwann wird diese Frage gestellt werden. Irgendwann werden wir wissen, was da am Repo-Markt los ist und ob diese Wahrheit dann so gemütlich ist und so bullisch ist, wie derzeit die Märkte gestimmt sind. Das wage ich zu bezweifeln. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Dienstag und sage Servus und...